Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin mal wieder im Phantasialand. Ich war ja vor 3 Wochen schon mal hier zum Saisonstart und jetzt verbringen wir einen weiteren Tag. Daniel ist hier, Brina, das ist Daniel. Brina und Angie sind da vorne. Und ihr seht, die Sonne scheint, das Wetter wird besser. Wir hoffen auf einen schönen sonnigen Tag. Wir schauen uns die Sachen an, was sich verändert hat, im Gegenzug vor 3 Wochen bis heute. Und ob es heute endlich Frühstück gibt. Und ob es endlich Frühstück gibt, weil ich habe richtig Hunger. Dann gucken wir, ob die Pflanzen wieder schon eingepflanzt wurden. In meinem letzten Video habe ich ja gezeigt, dass einige Pflanzen noch nicht eingepflanzt wurden. Aber wahrscheinlich schon. Und jetzt gehen wir erstmal rein, ne? Bisher hat es gut geklappt. Ich muss jetzt meine Maske auch noch anziehen. Stehe auf dem weißen Punkt. Auf dem weißen Punkt. So, bei Lillys Café versuchen wir mal heute, ob wir hier Frühstück bekommen. Lecker, lecker. So, im Lillys Café habe ich mir jetzt das Lachsbrötchen gegönnt, endlich was zu essen. Dann muss der Daniel meine schlechte Laune nicht ertragen, ne? Nee. Welche Marke? Auch Lachs, ne? Ja, sehr gut. Schau mit dem Rucola drauf. Kannst du empfehlen, ne? Roastbeef gab es leider nicht. Roastbeef? Roastbeef? Nein, heute Morgen leider nicht. Aber es kannst du auch empfehlen, hast du gesagt, ne? Die warten noch, bis die Kuh stirbt. Okay, alles klar. Frühstück ist erledigt, war wirklich sehr lecker, ne Daniel? Sehr, sehr lecker. Ja, jetzt gehen wir ins Haus Tartuffe. Hotel Tartuffe. Ach, Hotel Tartuffe. Hotel. Tartuffe. Da waren wir ja letztes Mal schon drin. Hatten viel Spaß und die Angie, ich weiß nicht, ob sie schon mal da drin war. Warst du? Sie war noch nicht da drin. Das heißt, das zeigen wir jetzt und hoffentlich haben wir ganz viel Spaß. Oh Gott! Ihr müsst an das nächste. Da gehe ich nicht drüber. Schaut mal hier, die Pflanzen wurden eingesetzt. Ich habe ja in meinem Video vor 3 Wochen gezeigt, dass hier die Pflanzen in Plastikkübeln noch standen. Jetzt wurden sie schön eingepflanzt und es sieht richtig schön aus. Gut gemacht. Ich finde auch die Süße geil. Das letzte Mal, als wir hier waren, waren die Bodenmarkierungen schwarz. Die hat man sehr schlecht gesehen. Das haben sie jetzt geändert. Die sind jetzt nämlich weiß und viel deutlicher zu sehen. Und Rinas Schuhe. Was sich auch noch verändert hat zum letzten Mal, ist, dass Taron jetzt voll besetzt wird. Das heißt, es wird keine Reihe mehr freigelassen. Massenpflicht ist dennoch immer noch vorhanden. Was mir leider auffällt, die Bodenmarkierungen sind zwar weiß, aber irgendwie sehen die Leute diese Bodenmarkierungen zurzeit gar nicht. Hier hält sich kaum einer an den Abstand bei Taron, was ich wirklich sehr schade finde. Nicht nur, dass der Abstand nicht eingehalten wird, es gibt sogar Leute in der Warteschlange, die sich nicht an die Maskenpflicht halten. Stehen hier, rauchen eine, laufen durch die Warteschlange ohne Maske und knutschen rum wie wild. Also, nicht nur, dass sie den Abstand nicht halten, die Punktemarkierungen, auf die Punktemarkierungen achten. Nein, es wird sogar die Maske abgezogen. Klar, wenn man was trinken muss, völlig verständlich. Aber das war vor 3 Wochen leider noch anders. Viel besser. Die Leute haben sich dran gehalten. Jetzt ist es leider nicht so. Okay.
war wirklich super toll. Die Wartezeit war ungefähr 50 Minuten, aber man muss dazu sagen, es gab einen technischen Defekt. Wir haben circa 10 Minuten, glaube ich, war es, gewartet. Aber dann ging es auch wieder voran und ja, wie gesagt, die Wägen werden jetzt wieder voll besetzt. Man muss trotzdem die Maske tragen, aber ich verstehe leider die Leute nicht, die das Wort Abstand nicht kennen oder den Mund-Nasenschutz, also Nase und Mund bedecken. Ich glaube, da werde ich mich heute noch mehr drüber aufregen. Hier wird es auch jetzt gerade wieder knubbelig. Mindestabstand kann man hier gerade, das habe ich immer noch schon berührt, kann man hier leider auch nicht halten. Ist gerade sehr, also heute ist, glaube ich, sehr voll. So, wir fahren jetzt eine Runde Chappas. So, wir sind jetzt gerade von Chappas runtergekommen und es hat wirklich so viel Spaß gemacht, aber wir sind auch alle wirklich klitschnass, außer Brina, die hat ihr Kondom angehabt, bei ihr geht's. Aber es hat wirklich super viel Spaß gemacht, man wird aber wirklich sehr nass. Aber bei diesem Wetter heute mit fast 25 oder 28 Grad sind es ja heute, kann man das mal machen, weil man trocknet dann auch schnell. Nach der ganzen Aufregung, also nach Taron und Chappas, gehen wir erstmal was essen. Heute sind wir wieder mal in der Taverne, weil es irgendwie da, finde mir, immer am besten schmeckt. Ich kann gerade kein Video aufnehmen, weil Daniel mich die ganz aus dem Konzept bringt. Aber wir haben es jetzt in die Taverne geschafft. Prost. Andex. Ja, ich habe jetzt mittlerweile auch zwei Bier hier stehen, weil wir draußen eine halbe Stunde circa an. Ihr seht, das geht gerade nicht. Also wir haben draußen circa 30 Minuten warten müssen. Weil wir warten müssen. Wir haben 30 Minuten warten müssen. Das war einfach ein Unterschied. Weil wir zu viert waren und es hier in der Taverne hauptsächlich nur zwei Sitze gibt. Oder zwei Plätze, zwei Tische, was auch immer. Es geht gerade nicht. Ich muss weiter trinken, sonst wird das, trage ich das hier nicht mit den anderen. Wir warten jetzt auf unser Essen und dann zeige ich euch, was wir bestellt haben. Ich habe mir die Eierknöpfli bestellt mit Endiviensalat. Daniel, wie beim letzten Mal auch, die Vespa-Platte. Ganz klein für eine Person. Das fokussiert nicht. So. Rina hat das Schnitzel mit Kartoffelsalat und Angie hat auch die Knöpfli. Guten Appetit und ganz viel Bier. So, wir haben wirklich gut gegessen in der Taverne. Wir sind richtig voll. Das Bier hat noch den Rest gegeben. Und jetzt fahren wir eine Runde Geister-Rikscha. Einfach nur so. Und dann fahren wir noch eine Runde Colorado. Einfach nur so. Und dann schauen wir mal. Wir müssen dann nach Woodstown. Einfach nur so. Das ist toll. Mach mal den Moonwalk. Den Moonwalk. Also bei der Colorado haben wir irgendwie jetzt fast gar keine Wartezeit, oder? Sind gleich dran. Die Zeiten sind generell heute echt gut. Ja, heute Morgen hatte ich es ein bisschen geschaut an den Hauptattraktionen, aber jetzt ist es wirklich super. Ja, also eine Runde Colorado. So, wir fahren jetzt eine Runde Crazy Bats. Ich kenne nur noch die alte Version, der Temple of Nighthawk. Crazy Bats kenne ich noch nicht, aber ohne VR-Brille ist es einfach eine dunkle Achterbahn. Aber VR gibt es zurzeit immer noch nicht. Aber der Tunnel sieht schon mal geil aus. So, wir müssen jetzt eine Runde Würmling Express fahren, weil wir ein bisschen runterkommen müssen.
Also ich finde, wenn man einen Tag im Phantasialand ist, da braucht kein Fitnessstudio mehr, weil man hier so viel hoch und runter läuft. Treppe hoch, Treppe runter. Dann bei Maus und Schokolade, dieses Ziehen ist super Training für den Oberarm. Ja, jetzt haben wir noch eine Wyrmling Express. Und ich muss noch meine Maske wechseln. Die hat jetzt hier ein bisschen Make-up. Mach ich gleich. Dann ist es live. Dafür, dass heute Samstag ist und ein super schöner, warmer Sommertag, sind die Wartezeiten wirklich sehr human heute hier im Phantasialand. Das längste, was wir angestanden haben, war bei Taron, so um die 50 Minuten, aber mit technischer Störung, sonst wäre es schneller gegangen. Chappas haben wir, glaube ich, 15 Minuten gewartet. Black Mama schauen wir uns gleich noch an. Aber sonst, bei vielen Attraktionen läuft man einfach nur durch. Das ist wirklich sehr angenehm und man schafft sehr viel in einem Tag. Bei uns ist schon der späte Nachmittag. Wir sind jetzt gerade Black Mamba gefahren, wollen jetzt gerade River Quest fahren. Also hier haben wir uns das angestellt, aber hier wird die Wartezeit ein bisschen länger sein wahrscheinlich. Wir rechnen so mit 45 Minuten. Und dann wollen wir noch Mystery Castle fahren. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Erdbeere mit Zartbitterschokolade. Und der Daniel und die Brina, wollen sich noch ein Eis holen, ne? Nee, ich will kein Eis mehr. Nee, ich will kein Eis mehr. Du willst kein Eis mehr? Mal gucken. Daniel wollte eben noch ein Eis. Aber ich auf jeden Fall brauche ich noch die Erdbeeren mit Schokolade. Wertsachen, nur Wertsachen. Nina erkennt keiner mehr? Nee. In Zukunft ziehe ich auch wieder meine Tüten über die Füße. Die Tüten über die Füße? Ja, das ist echt. Das wird scheiße, ne? Das sagt man nicht. Hallo? Wir haben Zuschauer. Dieser panische Blick. Vor allem teilen wir uns das Boot mit 6 weiteren Herrschaften. Stimmt, die möchte ich aber nicht filmen. Nee, das machen wir nicht, aber das Boot ist seine Person, hat auch noch einen Regencape-Arm. Und das Boot ist voll, das heißt, wahrscheinlich werden wir nass. Ja. Ganz nass. Scheiße. Tasche weg! Warum? Warum? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ich hab die Kamera drauf gehalten. Daniel! Alles klar, was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Oh Gott! Nein. Ja, das ist ein Ding.
Tag hier im Phantasialand neigt sich jetzt zum Ende. Wir haben jetzt noch, wir sind noch Overquest gefahren. Da war bisher heute die längste Wartezeit. Wir haben circa eine Stunde gewartet. Und die Boote werden auch mittlerweile auch voll besetzt. Als wir vor 3 Wochen hier waren, hatten wir unser Boot für uns alleine. Ich mache mich jetzt auf dem Weg zum Auto. Die anderen sind noch hier. Ich muss eine Stunde früher gehen heute. Die anderen trinken jetzt noch schön einen Eistee und genießen noch den restlichen, die restliche Stunde hier im Park. Was kann ich sagen? Was hat sich verändert in den 3 Wochen? Die Leute sind irgendwie nicht mehr so vorsichtig wie vor 3 Wochen. Das kann ich sagen. Also es gibt einige Leute, die halten sich einfach nicht an diese Regeln. Dann die Bodenmarkierung, dass sie die Farbe geändert haben, finde ich richtig gut. Ansonsten Maske muss man immer noch tragen auf den Achterbahnen. Und ja, also wir hatten wirklich einen wunderschönen Tag hier im Phantasialand für einen Samstag. Wirklich sehr angenehm, das Wetter hat auch gestimmt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns in dem nächsten Freizeitpark oder wo auch immer. Bis dann, ciao!